Hallo miteinander, hier ist Peter Schubert von der Firma Isabella K., Ihrem überregionalen Fachhändler und unter anderem auch Ihrem überregionalen Brühlfachhändler. Ich spreche heute mal etwas zum Thema der Preisstellung, Preisklarheit und Preiswahrheit. Und Sie können sich vorstellen, wenn man 15 Jahre am Markt ist wie wir mit einem sehr aufwendigen Online-Shop, dass wir je nach Jahreszeit, je nach Woche sehr, sehr viele Anfragen von Kunden erhalten, die bestimmte Preise ausgerechnet haben wollen. Ganz offen gesprochen, wir können das nicht in dem Umfang leisten. Wir sind ein Familienunternehmen, wie die Anfragen auch reinkommen. Und wenn wir den Eindruck haben, hier möchte jemand nur in Anführungszeichen einen Preis mitnehmen, um ihn dann lokal vorzutragen, um einen günstigeren Preis zu bekommen, das ist nicht unser Ding. Natürlich ist es völlig legitim, Preise zu vergleichen, überhaupt keine Frage. Aber stellen Sie sich bitte vor, wir müssen auch jede Anfrage unabhängig voneinander durchdenken, von Anfang bis Ende. Und wir wissen nicht, wenn jemand in, ich sag mal, kurzen Worten oder mitunter nur technische Daten mitteilt, was für einen Kenntnisstand unser Gegenüber hat. Das heißt, aus unserer Sicht ist es immer geboten, hier auch Rückfragen zu stellen bzw. zu verifizieren, ob den jeweiligen Kunden auch die Material- und Produkteigenschaften bekannt sind. Das mag für den einen oder anderen ganz profan klingen und sagen, naja, ist doch mein Ding, was ich kaufe. So einfach ist es aus unserer Sicht und wir sind in dem Sinn kein Internethändler, dem es nicht interessiert, was ein Kunde zu Hause stehen hat. Wir möchten zufriedene Kunden, wir möchten dauerhaft zufriedene Kunden und da ist es einfach wichtig, aus unserer Sicht auch aufzuklären, was erhält man eigentlich mit dem Produkt, was stellt man sich da nach Hause. In diesem Sinne bitte ich da um Ihr Verständnis, dass wir nicht der Menge aller Anfragen gerecht werden können. Wir bemühen uns darum, aber wir brauchen natürlich auch erheblich Zeit für unsere ganzen innenarchitektonischen Themen. Wir verkaufen ja nicht nur so ein Brühlsofa, sondern, wenn Kunden das wünschen, wir richten den ganzen Raum dazu ein, begleiten, machen Vorschläge und beraten die Kunden. Und das kostet wirklich Zeit. Ich danke erstmal für Ihr Verständnis und in diesem Sinne erstmal tschüss.